klingt immer recht gruselig, ist es aber nicht. Ein Patient kommt bei uns in die Tagesklinik und wird ausreichend eingetropft. Erstens, damit er nicht spürt und zweitens, damit es auch nicht zu Infektionen kommen kann. Man liegt ganz entspannt auf einem Bett und dann wird die Injektion durchgeführt. Das heißt, man schaut einfach nach oben und dann wird im unteren Bereich die Injektion durchgeführt. Es tut nicht weh, man spürt einen gewissen Druck, aber keine Schmerzen. Direkt durch das Eintropfen sieht man auf dem Auge natürlich etwas verschwommen am Tag der Injektion, aber das war es auch schon wieder. Sonst dürfen Sie ab dem nächsten Tag wieder alles machen. Nein, an und für sich nicht. Natürlich muss man immer informieren. Es kann zu Infektionen kommen, theoretisch. Es kann zu einer Netzhautablösung kommen, theoretisch. Man spritzt ja wirklich etwas ins Auge hinein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Also hier muss man sich keine großen Sorgen machen.